Hallo Meinung, Freitag, der 8. Mai 2020. Ein historischer Tag, 75 Jahre nach Kriegsende, Kapitulation in Karlsruhe bei Berlin. Ja, das sollte uns zu denken geben, ob die Welt nicht etwas befriedeter sein könnte. Und wer sollte mit dafür Sorge tragen? Hallo Meinung. Petra, hallo, grüß dich. Wir haben eine aufregende Woche hinter uns. Ich muss gestehen, ich habe dieses Wort C eigentlich, wo ich hingehe, habe ich Angst, C, C, C und danach kommt ein O. Ich will es gar nicht aussprechen. Petra, wie war die Woche? Was habt ihr erlebt in eurem Team? Vielleicht mal, Petra, ganz kurz, dass die Herrschaften wissen, dass es sich um ein richtiges Team handelt, das für die Hygiene im Netz sorgt. Das wird allzu oft ein bisschen als Kinderei abgetan, aber gerade Hygiene im Netz in der jetzigen Zeit ist ja sehr wichtig. Also nicht nur Mundschutzmasken, sondern auch die sprachliche und die schriftliche Hygiene. Petra, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch nach Bayern und ganz liebe Grüße an unsere Fördermitglieder und hallo Meinungsfreunde. Ja, die Hygiene im Netz ist natürlich sehr wichtig. Dafür sind mein Team und ich verantwortlich. Teilweise geht es schon mal ganz schön drunter und drüber aufgrund der Emotionen, die hochkochen. Und wir nehmen uns dann die Freiheit heraus, auch Kommentare zu löschen. Das wird natürlich immer wieder angeprangert. Es schaut aber auch so aus, nach wie vor, Facebook löscht Kommentare, ob sie toll sind oder nicht. Ich habe erst gestern noch Leuten Screenshots geschickt, dass es wirklich so ist. Die sagen, Peter, das ist toll, was ihr macht, oder es ist Mist, was ihr macht. Und es wird einfach von Facebook auf verborgen gestellt. Also es liegt nicht immer an uns, aber wir machen das auch, weil wir einen vernünftigen Diskurs auf unseren Seiten pflegen möchten. Was ich dann gut finde, wenn die stehen lassen würden, das ist gut, was du machst. Und wenn ich sage, wir machen Mist, das können sie löschen. Das können sie natürlich. Ja, das tun sie nicht. Solange wie das konstruktiv ist, können sie natürlich die Leute das sagen. Überhaupt kein Thema. Ne? Genau. Wir brauchen Mist zum Düngen, ne? Um uns in der Landwirtschaft, und zwar auf biologische Art und Weise. Genau. Ja, wollen wir dann zu unseren Fragen gehen? Ach ja, von mir aus gerne, ja. Dann machen wir das jetzt mal. Also zuerst mal möchten unsere User wissen, können wir gegen die teilweise ungerechtfertigten Strafen, die ja viele, das sieht ja jeder unterschiedlich, die durch dieses Infektionsschutzgesetz erhoben wurden, angehen, Klage erheben? Und wenn ja, wenn wir es können, wird Hallo Meinung diesbezüglich etwas unternehmen? Gegen die, wenn es einen Bußgeldkatalog gibt, dann fängt ja die Kette etwas früher an. Da muss ja festgestellt werden, ist dieser Bußgeldkatalog verfassungswidrig? Verstößt er gegen die Bundes-, gegen die Länderverfassung? Wir haben ja in Bayern haben wir ja so einen Bußgeldkatalog. Da muss es zunächst mal verfassungsrechtlich festgestellt werden. Jeder Richter wird sich im Augenblick anhand dieses Bußgeldkataloges orientieren. Diese Maßnahmen befürworte ich nicht im Ansatz, was da passiert. Wenn ältere Menschen abgeführt werden, gleichzeitig hat man Angst, in irgendwelche Stadtteile zu gehen, dann ist es ein Witz. Ich muss aber zwei Dinge sagen. Einmal muss ich die Ordnungshüter in Schutz nehmen. Es gibt viele, die haben ein Herz, und es gibt viele, wem der Herrgott ein Amt gegeben. Und die mag ich nicht. Da sagt man einfach, geht dorthin, wo es Ärger gibt, bloß da habt ihr wahrscheinlich volle Hosen. Aber der überwiegende Teil der Polizei, muss ich sagen, verhält sich so, dass sie wissen, wir sind im Grunde genommen ein Volk. Ich halte eine Klage derzeit, wenn einer ein Bußgeld bezahlen muss, halte ich für sinnlos, weil es muss zunächst mal gegen den Erlass dieser Verordnung und dieses Bußgeldkatalogs geklagt werden. Und da gibt es im Augenblick Schwierigkeiten, weil kein Gericht, und das sage ich, eine Demonstration zu genehmigen, ist was anderes, wie einen Bußgeldkatalog zu verwerfen. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland ein Gericht gibt, das der Klage stattgeben wird. Also ich bin ein Verfechter dafür, wir schmeißen nicht gutes Geld schlechten hinterher. Lasst uns danach überlegen. Wenn wir erkennen, dass die Maßnahmen keine Sinnhaftigkeit haben, dann können wir vorgehen. Und dann wird Hallo Meinung sich auch ein paar Präzedenzfälle raussuchen und wird sagen, lasst uns die Dinge medienwirksam zusammen aufarbeiten. Aber nochmal, wenn einer 100 Euro bezahlt, ist wahnsinnig viel Geld, oder 150 Euro, wie ein Freund von mir, 200 Euro, weil er zu naiv war. Der war unterwegs, anstatt zu sagen, er fährt zu dort und dort was erledigen, sagt, der wollte mal in der Gegend rumfahren. 200 Euro. Und gleichzeitig, wenn in der Nürnberger Altstadt sich 40 Jugendliche kloppen, da haben sie Angst, dazwischen zu gehen. Leider, so ist es. Kind beim Namen nennen. Und da werden wir deutlicher. Gut,
Gut, die nächste Frage an dich. Was passiert mit Hallo Meinung, wenn du vielleicht von heute auf morgen sagst, du hast keine Lust mehr weiterzumachen oder dir, was wir nicht hoffen, etwas zustimmt? Was wird auf Hallo Meinung? Das ist natürlich eine Überlegung, die betrifft nicht nur Hallo Meinung, die betrifft auch meine Unternehmungen, die ich habe, die betrifft auch mein Privatleben. Und Peter Weber ist als Kaufmann so aufgestellt, dass er Nachfolgeregelungen getroffen hat. Und wir haben ja in unserer Organisation Menschen, die von heute auf morgen, von Stund auf das alles übernehmen können. Ich nenne hier nur Klaus Kelle als Redaktionsleiter und viele Menschen, die im Hintergrund sind, Top-Juristen mit Eloquenz, mit entsprechender Erfahrung, die voll involviert sind bei Hallo Meinung, die heute auf morgen das übernehmen können. Denn eins muss ich sagen, wenn mir was passieren würde und es würde nicht weiterlaufen, dann hätten wir in Deutschland ständig Gewitter, weil ich nämlich sauer wäre. Also da ist eine Regelung getroffen. Die Frage finde ich gut, die ist auch berechtigt. Dankeschön für die Antwort. Ja, da diese Frage in dieser Woche dann doch wieder aufkam, nochmals bitte, vielleicht an einem Beispiel kannst du es erläutern, warum möchtest du nicht in die Politik gehen? Ich war gestern im Bayerischen Landtag, das war am 7.5. Ich habe mir diesen Landtag angeschaut, ich habe Gespräche geführt. Wir werden auch mit Abgeordneten, werden wir weitere Gespräche führen, auch an die Öffentlichkeit gehen. Wir nehmen mal ein Beispiel. Es gibt ja bei uns die höchste Erhebung in Bayern, ist die Zugspitze. Gehen wir davon aus, an der Zugspitze wird ein Granitstein abbröckelt. Der sprengt ab. Das ist ein Stein, der hat viele scharfe Ecken und Kanten. Das ist symbolisch gemeint. Also nicht, dass wieder jemand sagt, hoffentlich passiert mir da nicht, wenn ich da bin. Es ist symbolisch gemeint. Dieser Stein sprengt ab, fällt runter Richtung Eibsee. Das ist ein großer See am Fuße der Zugspitze. Und jetzt rollt er durch den Fluss. Der rollt und rollt und rollt. Ne? Der rollt so weit runter und nach anderthalb Jahren ist dieser Stein unten. Was glaubst du, wie dieser Stein unten ausschaut? Ist dieser Stein unten noch scharfkantig? Ist der von Granit, dass du sagst, oh, wenn ich den anfasse, der hat so viele Ecken und Kanten? Oder ist dieser Stein so schön rund gewaschen wie ein Flussstein, den ich gerne in die Hand nehme, weil er ausschaut wie ein Babyhintern? Wie schaut der Stein aus? Und? Also, und so ist Politik. Ich habe das gestern bestätigt bekommen. Ja. Wenn du dir die Fraktionszwänge anschaust, da gibt es welche in der Fraktion, die sind so lange, die haben, im Grunde genommen besteht ja Fraktionszwang. Die schauen nach links, links ist da, die schauen nach rechts, die schauen, was machen die? Melde mich. Es ist im Grunde genommen, ich bleibe dabei, außerparlamentarisch Druck zu machen und ich ändere meine Meinung, auch auf die Straße zu gehen. Wenn die Dinge, wenn uns nicht alle Freiheitsrechte zurückgegeben werden, es gibt den Artikel 20 im Grundgesetz, dann ist, den kann sich jeder mal durchlesen, das ist Bürgerrecht, wenn Unrecht zu Recht wird, es ist unsere Pflicht, dagegen zu intervenieren. Und die Maßnahmen, wenn wir das erkennen sollten, und das haben wir bisher noch nie gesagt, die werden so deutlich sein. Und eines kann ich dir sagen, und da will ich Mitstreiter haben, und die haben wir. Ich habe nicht ein Leben lang dafür gekämpft, in Freiheit zu leben. Die ehemaligen DDR-Bürger haben nicht dafür gekämpft, 89, dass die Mauer fällt, dass wir jetzt durch die Hintertür unserer Selbstbestimmung genommen werden. Wenn das der Fall sein sollte, wird es Maßnahmen geben, die an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lassen. Und ich bin mir überzeugt davon, es wird viele Polizeibedienstete, es wird Staatsbedienstete geben, die sagen, wir haben die Schnauze voll, wir sind selbstständige Bürger. Ich werde in meiner Presseschau, werde ich über diese Dinge berichten. Das habt ihr bisher von mir noch nicht gehört. Weil ich ein Mensch bin, ich werte erst lange genug aus, was passiert. Aber mit dem Zuschauen, langsam aber sicher, ist die Geduld am Ende. Vielen Dank. Damit dürfte das jetzt auch, denke ich mal, endgültig geklärt sein. Hoffe. Ja, da möchte ich mal kurz eine Info geben. Gelegentlich schreiben mir über den Messenger oder auch per E-Mail wird geschrieben, dass wir verschiedene oder viele Verschwörungstheorien auf unseren Seiten dulden würden. Was der ein oder andere vielleicht als Verschwörungstheorie sind, weil er sich halt anderer Quellen bedient, muss nicht unbedingt eine Verschwörungstheorie sein. Es kann auch durchaus der Wahrheit entsprechen. Das können wir alle nicht ganz genau beurteilen. Solange das nicht zu absurd klingt, lassen wir das auf unseren Seiten stehen, weil wir Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt wollen und möchten das nicht einfach so unterbinden. Also bitte immer differenzieren und nochmals die Bitte, geht respektvoll miteinander um.
Stellt euch einfach vor, dass euch die Person gegenüberstehen würde. Und so manches würde man einfach nicht sagen, wie man es im Netz schreiben würde. Also bitte immer ein bisschen achtsam in der Wortwahl, weil nur das bringt uns alle weiter. Gerade in der heutigen Zeit erachte ich es als äußerst wichtig, dass wir zusammenhalten, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Lasst uns in den Diskurs gehen und lasst uns Lösungen erarbeiten. Weil alles andere ist einfach kontraproduktiv. Ja. Petra, mein Wunsch ist es, und ich spüre, dass uns Freiheitsrechte entzogen wurden, die sind ja entzogen worden. Und ich spüre, dass die uns diese Freiheitsrechte, dass wir die nicht in Gänze zurückbekommen. Das glaube ich. Das habe ich bisher noch nie so gesagt. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Mein Wunsch ist es, und ich habe ein Leben lang mit politisch Linken und mit politisch Konservativen reden können. Und deshalb mein Appell, lasst uns nicht spalten. Wenn es hier um unsere Freiheitsrechte geht, dann ist es völlig uninteressant, ob wir konservativ sind, ob wir sozialistisch sind, liberal-konservativ will ich es nennen, so bezeichne ich mich. Nur eines, weder mit Rechtsradikalen noch mit Linksradikalen. Aber alle anderen, lasst uns zusammenstehen. Und ich bin überzeugt davon, die Stunde wird kommen. Da treffen wir uns in Berlin. Und der größte Wunsch ist es, dass wir dort gemeinsam auftreten und dass wir uns nicht unterwandern lassen, dass weder sich wir als Liberal-Konservative unterwandern lassen, noch dass die Linken sich unterwandern lassen. Da gibt es viele vernünftige Vorschläge, die brauchen wir, um unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erhalten. Da sind die Mieten, da ist das Thema Altersarmut und, und. Also das wird etwas sein, wo ich sage, das ist mein größter Wunsch. Lasst uns zusammenstehen, lasst uns sämtliche Hemmnisse überwinden, aber lasst uns zusammenstehen und lasst uns Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind, vergessen. Es geht um unsere Freiheitsrechte und das müsste jeder langsam spüren. Das stimmt. Thema Maskenpflicht. Dazu hat ja jeder so seine eigene Einstellung. Von dir hätten wir gerne mal ein Statement dazu. Ich denke, wenn wir sie dann tragen müssen in den Geschäften, so ist es zumindest in NRW und in öffentlichen Gebäuden oder im Bus- und Bahnverkehr, kann man ja auch einfach mal ein Statement setzen. Ich hätte dieses Statement für euch. Was steht da? Maulkorb, nein, danke. Hallo Meinung, sei dabei. Ja, das hört sich gut an. Ja, genau, so kann ja auch jeder sein Statement setzen und einfach seine Meinung kundtun. Was sagst du zum Thema Maskenpflicht? Ich höre immer wieder Fragen, die gestellt werden bei der schreibenden Zunft, hier im TV, Radio. Warum kam die Maskenpflicht erst jetzt, als die Pandemie abgeflacht ist? Naja, also relativ einfach, weil sie keine Masken gehabt haben. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, pass mal auf, du musst mit einer grünen Einkaufstüte musst du zu einem Einkaufsmarkt gehen und die haben gar keine grünen Tüten. Ist ja logisch. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, die haben gepennt. 2012, im Januar 2013 ist veröffentlicht worden. Genau das, was jetzt eingetreten ist, ist ja vom Bundestag beschrieben worden, vom RKI, Robert-Koch-Institut. So, genau das ist passiert. Aber die hatten keine Masken, weil unser Bankkaufmann, der 28 Semester Politikwissenschaften studiert hat, gedacht hat, das brauchen wir nicht, das ist sinnlos. Ich brauche sowas am Anfang. Jetzt sind halt einfach Dinge, wenn ich einkaufen gehe. Ich war gestern in München im Landtag und dann bin ich da. Im Landtag haben sie alle Masken gehabt. Ja, da war ich erstaunt, diese Disziplin, die da. Nee, wirklich, diese Disziplin, ganz toll, gefällt mir überall. War klasse, war gut. Ich muss mal sagen, ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe von Rebellen im Landtag, das gefällt mir und darüber werde ich berichten. Also keine, die so, weißt du, dieses Söderisieren. Ludwig II., übrigens, der Ludwig II. Ist söderisiert gewesen, der hieß der Strenge. Naja, das war jemand und unsere Merkel hat ja die Woche so eine richtige Watschen gekriegt von dem Ministerpräsidenten Laschet und Söder. Ne? Die ist ja nochmal da entmachtet worden. Aber zum Thema Masken. Fakt ist, die Masken waren am Anfang nicht da, kann ich sie nicht empfehlen. Ich kann nicht zu meinen Mitarbeitern sagen, auf dem Bau, ihr tragt Helme, wenn ich keine Helme habe. Und da kann ich sagen, setz einen Kochtopf auf. Das geht auch nicht. Also, war nicht da. Und jetzt sind sie halt gekommen. Und jetzt hat sich unser Jensi hingestellt, der das wunderbar macht. Ne? Die Masken sind jetzt im Grunde genommen. Ich frage mich, wenn ich alte Menschen sehe, wenn es jetzt wärmer wird, die fallen mir ja um. Wenn ich da einkaufen gehe, mir beschlägt die Brille, ich laufe gegen eine Laterne, bin tot. Und nicht wegen Corona, sondern weil ich dagegen gelaufen bin, weil ich nichts gesehen habe. Und wenn ich das Ding eine Stunde aufhabe und spüre meinen Atem, nur habe ich einen wunderbar frischen Atem. Aber nun muss man wirklich sagen, wenn ich sehe, die Verkäuferin, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja irre, was die den Leuten auferlegen. Und wenn ich mir die politischen Würdenträger sehe, tragen die oft eine Maske, lache ich mich tot, was ich da sehe. Also,
totales Versagen. Masken hätten am Anfang da sein müssen. Wenn denn, jetzt sind sie allenfalls für Menschen, die sich nicht wohlfühlen, die eine Erkältung haben, die Symptome haben wie Husten, Heiserkeit, Schnupfen, Ratiopharm. Also dann ist etwas, dass ich sage, nee, das sind Dinge, man muss einfach, ja, wenn einer sich gefährdet oder Maskenpflicht, ich sage, dann trag halt so ein Ding. Ich war letzte Woche auf dem Bauernmarkt, um Gottes Willen, du musst ja die Disziplin, da gehst du so anderthalb, gehst du ran, nehmen Sie Abstand. Ich sage 1,50, ich war 1,49. Und das Denunziantentum, was hier vorherrscht, ich war beim Friseur, wird jeder gemerkt haben, ich war beim Friseur, da ist es so, da stehen außen welche, die sind bei ist ein Freund von mir, der Friseur, Friseurmeister, der sagt, da stehen außen welche und zeigen mich an. Weißt du warum? Die haben so eine Plexiglasscheibe vor der Kasse. Die haben die außen nicht gesehen und haben beim Gesundheitsamt gemeldet. Weil ich es nie gesehen habe. Denunziantentum 1933, 75 Jahre nach dem Krieg, seid ihr irre? Mensch, wir sind ein Volk. Nochmal, wenn jemand draußen rumläuft und hustet einen anderen an, will ich sagen, hast du einen Schar, bist mal ganz dicht. Aber alles andere will ich sagen, Denunziantentum. Weißt du, würde ich sagen, pass auf, tritt auf, sag mir es ins Gesicht, aber nicht feige. Und diese Feigheit habe ich die Schnauze voll, genauso bei mir. Wenn einer ein Problem hat, sprich mir an. Das ist doch genauso wie hier. Die hinterm Rücken labern sie, sprich mich an, wenn du ein Problem hast. Bin doch da. Oder machst die Hosen voll. Ja, jetzt rede ich mal Deutsch. Das sollen die Leute mal hören. Weiter. Weiter. Eigentlich war es das soweit von mir mit dem Thema. Jetzt hast du, fängt mal an, Spaß zu machen. Es hat Spaß gemacht? Nein, mir fängt es gerade an. Die kommt gerade so gerade warm. Ach so, für dich fängt es so gerade warm gelaufen, kann man so sagen. Warm gesprochen. Nein, wir sind eigentlich soweit mit den Themen durch. Wenn du denn noch etwas mitteilen möchtest, dann gerne. Von mir möchte ich noch sagen, erstmal nochmals ein Dankeschön an alle Fördermitglieder, die ihre Videos, die ihre Beiträge einsenden. Auch hierzu möchten wir nochmal sagen, wenn wir Beiträge unserer Förderer einstellen, Videos, Beiträge, was auch immer, ist es durchaus mal möglich, dass derjenige nicht möchte, dass sein voller Name bekannt wird. Gegeben wird. Bitte stellt da nicht immer in Frage, dass wir da irgendetwas schreiben, weil uns gerade danach ist. Das brauchen wir nicht. Wir bekommen wirklich genügend Beiträge, was die Leute schreiben, aber diese Menschen haben einfach Angst vor Repressalien und ich bitte dafür einfach mal Verständnis zu haben. Diese Menschen trauen sich zumindest ihre Meinung zu sagen. Und nicht wie die ganzen, die auf unseren Seiten unterwegs sind, ohne ein Foto, ohne ein Profilbild oder Bild oder lieber ein Katzenbild oder Hundebild, was auch immer, aber nicht ihr Gesicht zeigen, aber dann kommen und meinen, Gas geben zu müssen gegen uns, zu wettern, ohne sich wirklich zu zeigen. Und das finde ich eigentlich sehr armselig, denn diese Menschen trauen sich zumindest. Und wir wissen ja wirklich, dass sie das möchten wir mal sagen. Also herzlichen Dank euch an. Ich möchte noch sagen, allen Müttern in diesem Land wünschen wir ein sehr schönen Muttertag. Wir hoffen, dass ihr eure Kinder, dass ihr euch als Familien sehen könnt und ja, dass ihr zumindest irgendwie ein wenig Zeit zusammen verbringen könnt. Also von mir alles, alles Liebe allen Müttern in diesem Land. Ja, das ist gut. Ich habe ja dieses Jahr nicht mehr die Möglichkeit und das ist dann etwas, wo ich sage, und da stehe ich auf, weil ich nicht feige bin. Und nochmal, wenn jemand zu mir sagt, der will skypen, hatte ich die Woche, da hatte ich jemanden, Doktor so und so, der habe ich mir eine Stunde angehört, dass der unzufrieden ist und ich bin unzufrieden da und dort. Aber jetzt will ich doch nicht, weil ich Angst habe. Mit der Angst, da wird ihr eines Tages unterdrückt werden von dem System. Aufstehen heißt es jetzt. Und da hat die Sarah Wagenknecht, und das ist eine von den Linken, die mag ich, die hat seinerzeit aufstehen gesagt. Und die hat vollkommen recht, aufstehen müsste. Ich will auch mal eines sagen. Ich habe viele Freunde, die im medizinischen Bereich, die im physiopraktischen Bereich unterwegs sind. Wenn ihr zu mir sagt, Peter, kannst du die Lage dessen, was im Augenblick ist, mit dem Virus abschließend beurteilen? Nein, ich kann es nicht. Ich kann es nicht aus Respekt, weil ich Menschen kenne, die schwer erkrankt waren, weil ich Menschen kenne, die in der Intensivmedizin unterwegs sind, die gekämpft haben, ein Menschenleben zu retten, ohne Vorerkrankung, und die es verloren haben. Und dieser Respekt, liebe Petra und alle, die zuhören, gebietet es, dass ich weder sage, es ist totaler Humbug, was da ist, oder ich sage, dieses Virus ist absolut welttödlich. Wir werden unsere Erkenntnislagen ziehen, aber aus gesicherten Informationen.
Und das, denke ich, gebietet der Respekt und der Anstand gegenüber denjenigen, die entweder erkrankt waren oder die Menschen verloren haben durch das Virus. Die Menschen verloren haben, weil sie in einem Altersheim, weil sie sich infiziert haben oder, wie ich gesagt habe, dass Intensivmediziner sie nicht retten konnten, obwohl die modernsten Maßnahmen medikamentös und in der Gerätemedizin zur Verfügung standen. Also insofern, jeder, der jetzt im Netz umher posaunt, es wäre nicht ernst zu nehmen. Jeder, der als Vergleich nimmt, er hat einen Freund auf Mallorca, der war im Januar mal krank, also nimmt das nicht ernst. Im Beisein eines Mediziners, das erachte ich für den Eid, den er geschworen hat, Menschenleben zu retten und zu erhalten, erhalte ich das nicht würdig. Und damit habe ich ein klares Statement abgegeben. Ich bedanke mich bei den Menschen, die uns begleiten. Ich bitte die Menschen, die uns begleiten, noch um etwas, eine Geduld müsste eigentlich nicht mehr lange haben. Es wird in vielen Bereichen knallen. Ich habe an meiner Seite einen Menschen, einen ehemaligen LKA-Präsidenten, der bei Europol war. Wir werden uns auch um andere Dinge kümmern, Petra. Innere Sicherheit, Geldwäsche, internationaler Terrorismus. Wir haben heute, ich habe es gesagt, 75 Jahre nach dem Krieg. Ich höre bloß rechtsradikal, rechtsradikal. Die Rechtsradikalen nutzen die Situation jetzt aus. Da werden normale Bürger, die in Stuttgart in Cannstatt auf die Straße gehen, werden als Rechtsradikale hingestellt. Ich nehme auch im Mund, dass ich sage, die Widerstand 2020, die sind auch auf die Straße gegangen. Ich habe da nicht die Rechtsradikalen auf der Straße erkannt. Das muss man fair sagen von den Herrschaften. Das heißt also, alle, die jetzt aufstehen, macht Sinn. Lasst uns zusammenstehen. Das heißt also, was da passiert in der Tagesschau, in Heute-Journal, Kleber, ist im Grunde genommen eine Verdrehung der Tatsachen, wie es nicht schlimmer geht. Wenn Menschen mit dem Grundgesetz auf die Straße gehen, ich habe gestern mit Vera Lengsfeld gesprochen, und die werden verhaftet und mitgenommen, dann hat uns die DDR überholt. Und jetzt ist Ende der Fahnenstange. Wir werden kämpfen. Und deshalb sage ich, steht auf, hört auf mit eurer Scheißlethargie, bewegt euch. Ich sag's deutlich, hört auf mit eurer Lethargie, seht diesen Medien kritisch gegenüber. Und wenn sich jemand hinstellt, das kommt bei mir in der Presseschau, und sagt, diese Wirrköpfe, nach der Tagesschau, Kommentar, diese Wirrköpfe, die meinen, diese Irren, die meinen, nach der Corona-Krise wird alles wieder normal, da habt ihr euch getäuscht. Mein lieber Freund vom Öffentlich-Rechtlichen, du hast dich getäuscht. Wir kämpfen für unsere Freiheit. Das waren die letzten Worte für jetzt in dem Thema. Aber bei mir ist die Geduld am Ende. Und ich bitte euch, ob ihr jetzt Widerstand 2020 oder Hallo Meinung, seid dabei, lasst uns kämpfen. Schluss, alle anderen. Ob das CanFM oder wie sie alle heißen, lasst uns kämpfen. Ob der digitale Chronist, lasst uns kämpfen, lasst uns zusammenstehen, ohne dass wir in irgendwelcher Form Eitelkeiten zeigen. Ich habe die Schnauze voll von diesem System, von dieser Politik. Wenn ich mir die Merkel anschaue, was die labert, wenn ich mir die Ministerpräsidenten anschaue, wenn ich mir den Jens Spahn anschaue, wenn ich mir den Scholz anschaue, wenn ich mir unseren Wirtschaftsminister Altmaier anschaue, da sei diese Sprechpuppe, die da hingesetzt wird, ist ein Witz. Wir sind das Volk und jetzt stehen wir auf.